Wer ist da? Baby, war nur ein Albtraum. Alles ist okay. Du bist eingenickt. Ja, mehr als eingenickt wäre ja auch mal etwas Neues. Freu dich, Liebling. Wir sind da. Ach, es geht schon weiter. Na, wenigstens ist es hell. Und das hier ist unser... Tun wir so, als wären wir im Urlaub. Stell dich neben den alten Herrn. Ich mache ein Foto von dir, mit der Stadt im Hintergrund. Okay. Nein. Ich sag dir auch einen Titel für das Bild. Nein. Ein Städter, kurz bevor er von einem Bär gefressen wird. Richtig. Ich will da nicht hin. Ich möchte dieses Auto. Ich möchte springen. Verdammte Juckies. Ich möchte springen, bitte. Ja, ist ja gut, Schatz. Und ich möchte sagen, das ist jetzt nicht die Framerate, die hier so stockert. Hallo, schön, dass Sie gerade jetzt unsere Stadt besuchen. In zwei Wochen ist Hirschfest. Yay. Hirschfest? Hast du das gehört, Schatz? Ihre Frau ist sehr hübsch, wenn ich das sagen darf. Mein Name ist Pat Main. Schön, Sie kennenzulernen. Ja, ich bin Alan Wake. Ich habe einen berühmten Schriftsteller wie Sie natürlich erkannt, Mr. Wake. Es ist mir eine Freude. Ich bin eine echte Leseratte. Ich will mich wirklich nicht aufdrängen, aber ich moderiere die Abendsendung beim lokalen Radiosender. Bekomme ich vielleicht ein Interview? Nö. Mr. Main, ich mache hier Urlaub. Darf ich weglaufen? Eigentlich wäre es mir am liebsten, wenn meine Anwesenheit unter uns bleiben könnte. Das verstehen Sie doch sicher. Natürlich, verlassen Sie sich auf meine Diskretion. Ich bin nicht schwer zu finden, falls Sie Ihre Meinung ändern. Ich wünsche Ihnen beiden einen schönen Urlaub. So, das musste kurz sein. Noch ein, so. Ja, und jetzt muss ich wieder zurück zu Alice. Alice, who the fuck is Alice? Ich habe ein paar echt gute Fotos gemacht. Und wie ich sehe, hast du einen Freund gefunden. Wie süß. Genau. Ja? Hey, Superstar. Wie geht's meinem Lieblingsschriftsteller? Seid ihr schon da? Barry. Ja, sind gerade angekommen. Werdet ihr von Einwohnern belästigt? Sag Bescheid, dann spring ich ins Flugzeug und sorge dafür, dass man euch in Ruhe lässt. Nein, Barry. Alles okay. Sehr gut. Ich will nur sicher sein, dass du dich erholst und deine Akkus auflädst. Und wie ist es so? Hat dich die Natur schon inspiriert? Barry, wir sind gerade angekommen. Okay, Elf. Ich frage später nochmal nach, ob bei euch alles in Ordnung ist. Und du meldest dich, wenn es ein Problem gibt, okay? Okay. Ich will nur dein Bestes, Kumpel. Wir hören uns später. Ich hab dich auch lieb, Barry. Du weißt doch, dass er dich alle 5 Minuten anrufen wird. Darf ich jetzt auch Barry mal was sagen? Ich kann das Telefon immer noch ausschalten. Siehst du... Eine SMS von Barry. Er lässt dich auch schön grüßen. Alan, wir sind da. Komm zurück zum Auto. Ja. Ey, ich stehe doch. Ich denke, das hier ist doch unser Auto, oder? Sag ich doch. Wir müssen beim Dinner anhalten und den Schlüssel vom Vermieter abholen. Ich darf nicht reden. Ist okay. Er wartet auf uns.
Ich tanke und du holst den Schlüssel. Ich hol dich hier ab in 15 Minuten. Okay. Alan, danke, dass du mitgekommen bist. Ich liebe dich. Fahr schon. Ich werde mich schon benehmen. Orte wie diesen hatte ich schon fast vergessen. Kleinstädte, in denen jeder jeden kennt. Willkommen im Audio Diner. Hi, können Sie mir vielleicht helfen? Ich suche jemanden, der heißt... Mr. Wake? Alan Wake? Oh Gott, ich bin Ihr größter Fan. Das hören Sie bestimmt dauernd, aber ich bin es wirklich. Es ist nett, dass Sie das sagen. Rose, ich suche Mr. Stucky. Carl Stucky. Carl? Ah, natürlich, Mr. Wake. Er muss zur Toilette gegangen sein und ist sicher gleich wieder zurück. Ich fasse es nicht. Ich habe alle ihre Bücher. Halt die Klappe. Ich habe den Starschnitt vom Buchladen bekommen. Aus dem Schaufenster. Und Sie bewahren ihn hier auf? Okay. Dann ist ja gut. Ich konnte nicht gehen. Ich musste Carl Stucky finden, um den Hüttenschlüssel zu bekommen. Toll. Probieren Sie so den viel Kaffee, zum ruhigen aber Urlaub. Ich bin unschuldig, wenn Sie ihm verfallen. Könnt ihr jetzt mal aufhören, alle durcheinander zu reden? Ich möchte auch mal reden, so dass mir jetzt egal, was ihr sagt. In seinen Adern fließt nichts als aber schwarzer das, Kaffee. Ich fand's überlustig, gerade was er gerade gesagt hat. Ja, Alan. Also, seine Freundin, ja. Alan. Ich find's richtig toll, dass du mit... Ich liebe dich. So im Sinne von, halt die Fresse, ich liebe dich. Ja, ich bin Alan Wake, fein aufgebaut. Tu mir einen Gefallen, Kleiner. What? Ich könnte jetzt wirklich ein bisschen Musik brauchen. Coconut Nummer 6 in der Jukebox. Ich würde ja selbst gehen, aber mir sind beide Beine eingeschlafen. Schlechte Durchblutung. Oh yeah. Ist das sein Ernst? Coconut schon wieder? Das ist einfach widerlich. Und so willst du ein Rocker sein? Unglaublich. Zufrieden? Mann, ey. Ich... You put the dime in the coconut, drink them both up. Ja, ja. Bloß nicht, dass ich dich nicht im Schlaf ermorde. Bloß weil wir Brüder sind. Dann muss man dem Ding einen ordentlichen Klaps geben. Mann. Ja, das ist mein Lieblingslied. Coconut! Halt sie, Klapp, das Alter, ist genau Klapp, mein Ding! Ich meine, oh ja! Boah! Also dieses Spiel ist... Ich bin tot und in der Hölle. Hallo, wie geht's euch denn? Ja... Irgendwie fühle ich mich von der Frau verfolgt. Ich geh mal. Heißer Song. So, wir müssen jetzt aber erstmal Carl Stucky finden. Wir können nicht rennen. Aber wir lauschen mal ganz kurz der Jukebox-Musik. So, das reicht jetzt aber auch. Jetzt spielen wir richtig. Jetzt geht's erst richtig los. Komm, die Thermosflasche klauen wir uns. Ah, das ist ein Sekret, ja. Was ist denn mit dir? Ey, Oma. Was ist denn hier hinten? Sie könnten sich im Dunkeln verletzen. Ich schaffe das schon, Ma'am. Ich wollte nicht warten. Ich wollte Stucky finden, den Schlüssel holen und dann nichts wieder. Ja, ich bitte auch. Die Kellnerin ging mir auf die Nerven. Ich auch. Wie alle übereifrigen Fans. Also ich ging hier... Och! Jetzt aber! Mann, lass mich da rein! Warum ist das überhaupt zugeschlossen? Was ist denn, wenn da jetzt einer auf Klo muss? Hier rennt hier so ein... Aua! Ah! Was? Nein! Ich muss zurück! Und wetten, das Herrenklo ist jetzt zufällig offen. Ach nee, muss man anklopfen. Hallo? Tschüss. Mr. Stucky? Alan? What? Carl hat es leider nicht geschafft. Er ist krank geworden. Aber ich habe den Schlüssel und Anweisungen, wie sie zum See kommen. Okay. Ich wünsche viel Spaß in meiner Hütte. Ich komme später vorbei und schaue nach dem Recht. Und nach ihrer Frau. Unbedingt. Danke.
Ich würde da jetzt sofort hinrennen, natürlich, wenn mir so eine... Der Cauldron Lake ist ein besonderer Ort, sehr inspirierend. Du bist eine Hübsche. Nee, wenn mir so eine Frau so einen Schlüssel geben würde für ein Haus abgelegenes... Ja, junger Mann, im Dunkeln kann man sich leicht verletzen. Die hier muss repariert werden. Da muss ich Sarah sagen, dass sie sich um das Licht an der Wache kümmert. Das ist schon zu lange fällig. Okay, dann gehe ich jetzt wieder, ja? Danke. Oh. Selbst das klingt besser als dein Gesang. Alles in Ordnung? Super. Ich will nicht mehr, ich will hier raus. Die Andersons sind unsere Musiker. Wir warten auf Dr. Hartman, der sie abholen wollte. Sie sind aus einer Klinik bei der Cauldron Lake Lodge. Darf ich jetzt gehen? Ich würde gern zu meiner Frau. Tschüss, Mr. Wick. Tschüss. Ach, und jetzt steht sie wieder vor der Tür. Mission erfüllt. Der Schlüssel und die Wegbeschreibung. Mein Held. Ich habe Taschenlampen. Zur Sicherheit. Natürlich, zur Sicherheit. Hey, warten Sie! Mrs. Wake! Ihr Schlüssel! Das Deiner war echt ein Irrenhaus. Das war gerade Karl Stucky. Was für ein Ort. Das wäre doch der perfekte Schauplatz für ein Buch. Wir wollen hier Urlaub machen, Alice. Ich denk drüber nach, wenn wir wieder zurück sind, okay? Okay, wir können später drüber reden. Hier ist Pat Main auf GBFFM. Ich wollte gar nicht darüber reden. Ich wollte meinen Kopf in den Sand stecken. Begleitet von einem meiner Lieblingssongs. Früher war ich mal ein erfolgreicher Schriftsteller, aber das war lange her. Seit 2 Jahren hatte ich kein Wort zu Papier gebracht, seit meinem letzten Buch. Und jetzt das Wetter. Es wird eine klare Nacht. Also, ihr Stadtmenschen, riskiert euch mal einen Blick nach oben und guckt euch an, wie Sterne aussehen. Hier draußen wird es ziemlich dunkel, aber sie leuchten euch den Weg. Oh mein Gott. Das... Ach du Scheiße. So. Ich glaube, ich darf jetzt weiterspielen. Divers Isle. Wow, das ist fantastisch, Ellen. Ellen. Ja, nicht. Ich heiße Ellen. Keine Angst, Schatz. Wir sind drin, bevor es dunkel wird. Und ich habe die Taschenlampe. Ich weiß. Ist schon gut. Alice hatte eine Phobie. Angst vor der Dunkelheit. Ich wollte sicher gehen, dass wir vor Sonnenuntergang ankommen. Sind wir. Bird Lake Cabin. Ist aber eigentlich eine schöne Hütte, ja, doch. Nur ein bisschen zu abgelegen für mich. Und am liebsten würde ich hier gerade mal einfach eine Aufnahmepause machen, weil ich weiß, wenn wir hier schlafen, kommt die Olle und Grusel und... Wo bleibt meine Frau? Okay, ich mache erstmal das Schloss auf. Puh. Komm schon. Wo bist du? Schatz? Ganz schön dunkel da drin. Wir brauchen Licht. Kannst du wieder für Strom sorgen, Liebling? Klar, bin schon dabei. Und jetzt kommt hier gleich irgendwas aus der Ecke geschissen. Hallo? Jemand da? Ey, ich will... Hier springt jetzt gleich irgendwas aus der Ecke. Wehe. Boah. Ich bin gerade zu schreckhaft. Einen Moment lang suchte mich wieder der bedrückende Albtraum von der Fähre. Mich auch. Mist. Mann, jetzt werde ich wieder angeschrieben. Okay. Ich musste den Strom in der Hütte zum Laufen bringen. Irgendwo auf der Insel musste ein Sicherungs- Auf der Insel? Sein. Die Hütte sah aus wie eine Zeitkapsel aus den 60ern, wenn nicht noch früher. Irgendwo auf der Insel?
Ich will. Okay, sie wartet da draußen. Führt zu dem Schuppen da hinten. Schuppen? Welcher? Der da? Okay, dann gehe ich mal gucken, Schatz. La da da. E untersuchen. Was ist da? Was kann ich da untersuchen? Diese Insel war einst Schauplatz einer Liebesgeschichte. Vielleicht würde sie das wieder. Oh, du Charmeur, du willst sie verführen. Und Tür auf. Das Stromkabel führte zu einem alten Generator. Ja, mach mal an. Achso. Es werde Licht, Errungenschaft freigeschaltet. So, und ich glaube, nachdem wir Licht gemacht haben, mach. Und bam, okay, es wird dunkel. Ich schau mich ein bisschen um. Na klar, viel Spaß. Danke. Ich will nicht. Es war ein schöner Ort. Ich sagte mir, dass ich hier entspannen könnte und schlafen und meine Arbeit vergessen. Ich dachte, wir könnten hier glücklich sein. Dachte ich auch. Aber wieso dachtest du das? Finde ich gar nicht cool. Zumal's. Ach du Scheiße. Ich will rein. Ich würde gern rein. Ich würde gerne eine Aufnahmepause machen. Ich muss mir noch 7 Unterhosen anziehen. Alice? Schatz? Alan, ich bin oben. Ich habe eine Überraschung für dich. Oh. Also, hallo? Ich bin nicht die Überraschung. Sie ist im Arbeitszimmer. Sieh nach. Oh. Okay. Oh, warte mal, es ging auch gehen. Oh. Ja?